Grüße, hallo, grüße. Schön. Hallo. Das ist schon schön, ja. Sehr schön. Das Auge. Viele Kosmetikerinnen empfehlen schillerndes Augen-Make-up. Warum wird mir ewig ein Rätsel bleiben? Ich halte Glanzpartikel auf dem Lid für wenig zuträglich, weil ich denke, das Einzige, was im Gesicht glänzen soll, sind die Augen selbst. Und jeder künstliche Schimmer entwertet diesen Glanz. Anders ist es mit Farben, mit matten Farben wohlgemerkt. Theoretisch kann man nicht sagen, was einem stehen wird. Das kann im Extremfall ein zurückhaltendes oder sogar ein schreiendes Bild sein. Lassen Sie sich nicht von Verkäuferinnen zu einer anhalten, probieren Sie nach Lust und Laune aus. Ein bisschen Zeit werden Sie schon dafür brauchen, aber es ist es wert. Farbe hebt optimal gestimmt die Augenfarbe hervor. Grüne Augen zum Beispiel lassen sich sehr effektvoll mit Zyklamrosa betonen. Was den Farbverlauf angeht, so gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder man zentriert sie auf das Lid oder man lässt sie zum Jochbein auslaufen. Dann müsste ich eben sagen, die Farbe, also ich kann das auch selber sagen, also ich mache die Farbe hier und ziehe sie bis hier runter, weil ich eigentlich kleine Augen habe, aber durch die Schattierung, also so, deswegen auch die Augenbraue so, also ich finde die Augenbraue so schwungvoll wie möglich, aber wenn ich das jetzt ohne Augen-Make-up habe, ich ganz abends, wenn ich also künstlich bin, mich im Oberlicht, dann mache ich das manchmal mit Rosa, was sehr schön aussieht. Also man würde das nicht denken. Das kann man aber nicht bei Tageslicht machen, sondern bei Abendlicht kann man mit ein bisschen Rosa oder Rostfarben. Aber es muss wirklich ganz, ganz leicht, also nur hier ist das Jochbein. Unter dem Jochbein so eine kleine Linie machen. Das macht ein sehr schönes Make-up, finde ich. Also es macht, es hebt einen. Für den Tag sollten Sie nur Naturtöne verwenden, aber lassen Sie uns jetzt zum Abend sprechen. Ja. Auch wenn Sie nicht den Mund, sondern die Augen betonen wollen, kann es durchaus reichen, wenn Sie sich auf eine kleine Tupferfarbe beschränken. Es muss nicht gleich der ganze Topf sein. Und bedenken Sie immer das Licht, in dem Sie die Farbe zu tragen gedenken. Das ist etwas, was man als Schauspielerin weiß. Also jede Schauspielerin, wenn man fotografiert, der Fotograf weiß es auch. Sehr oft sehe ich Frauen in der Stadt, wo ich denke, es sieht toll aus, aber sie tragen sie im falschen Licht. Also wenn ich zum Beispiel ausgehe, tagsüber, da würde ich nie so eine Lippenstiftfarbe tragen. Also es ist einfach, man geht einen Mund, geht spazieren und Frau Kaufmann im Handgepäck. Also ich trage rote Lippen grundsätzlich nur, wenn ich weiß, dass ich mich im künstlichen Lippen, sonst habe ich nur Naturfarben, also so ein bisschen bräunlich oder so ein bisschen gloss. Ich habe bei Longtime Liner so eine Art braun-rote Lippenkontur machen lassen, die man aber nicht sieht, sondern es ist nur, dass die Lippe einfach wieder eine jugendliche Kontur hat. So ähnlich wie bei ihr. Okay, so sehe ich mich schon. Also, Augenwinkel mit einem flachen Pinsel. Das ist hier alles über Make-up. Was die Wimpern betrifft, sollten Sie hauptsächlich den oberen Härchenkranz tuschen. Unten lieber etwas Zurückhaltung, sonst kugelig. Je nach Augenform tuschen Sie nach oben oder seitlich. Dunkle Augen vertragen mehr Farbe als helle. Das ist übrigens auch etwas. Braune Augen? Nein, blaue Augen? Braune Augen?
sie kann zum Beispiel mehr Farben tragen als ich. Also die meisten Frauen mit blauen Augen, genau, gleich auch Farben. Das heißt, bei blauen Augen ist es eigentlich gut, wenn man matte Erdtöne nimmt. Also nicht hellblau. Bei braunen Augen habe ich festgestellt, da kann man sowohl hellblau, praktisch aber ganz, ganz wenig, über das ganze Leben machen und fast keine Wimperntusche bei den Augen, weil die braunen Augen immer sehr lebendig sind. Also ich finde braune Augen eigentlich leichter zum Schminken als helle Augen. Weil sie haben auch mit dem, was ich hier schreibe, rassig mit blonden Haaren. Geht auch rassig, ist nicht eine Frage von dunklen Haaren. Ich finde rassig. Ich bin ja ursprünglich dunkel gewesen. Wirklich, wenn mir das stehen würde, würde ich es auch machen. Ich habe jetzt die ganze Zeit grau, also mit grauen Streben, ich sehe aus, als ist furchtbar. An guten Tagen sieht man gut aus, aber an schlechten Tagen entsetzt. Also bei mir ist es so. Ich habe jetzt einfach nochmal nachgefärbt. Aber sehr schön. Ich war mal in Afrika. Und da habe ich ein Polaroid gemacht. Und man hat alle gesehen, nur mich nicht. Ich habe ausgesehen wie ein Gespenst. Es war in Ghana. Aber Sie kommen nicht aus Ghana. Nee, ich komme aus Kenia. Ja, Sie sehen auch aus wie jemand aus Kenia. Aber ich kann es unterscheiden. Die meisten Leute sagen alle, verraten Sie mir das.